Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV Plus. Ich bin der Jan, das ist der MG, MG4 Electric. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam, wenn ihr wollt, detailliert den Kofferraum an. Und ich lade diverse Sachen, wirklich diverse Sachen ein, damit ihr euch ein gutes Bild von den Kofferraumqualitäten des MG4s machen könnt. Ja, der MG4 oder richtiger gesagt der MG, MG4 Electric kommt mit einer, wie ich erst dachte, elektrischen Kofferraumklappe durch dieses satte Geräusch der Entriegelung. Aber dann merkt man, es geht gar nicht von alleine auf, sondern man muss die Klappe schon hochdrücken. Und ihr seht, ich schub's immer nur so ein bisschen nach. Die Gasdruckdämpfer scheinen sich mit dem Gewicht der Klappe ein bisschen schwer zu tun, sodass man ordentlich nachhelfen muss. Und im ersten Schritt denkt man auch, man braucht ein bisschen Kraft. Aber jetzt kriegt jeder auf, ne? Also davon abgesehen. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen bei dem Fahrzeug von 350 Liter. Es sei denn, ich klappe die Rücksitzbank um, dann sind es 1165 Liter, die ich hier einladen kann im MG4. Und wir schauen uns jetzt an, was das denn heißt in Wasserkisten, Fahrrädern und so weiter. Wenn ich hier mein Ölfass einladen möchte, dann muss ich das 70 cm nach oben bringen. Es gibt hier so eine kleine Kunststoffkante da noch rüber. Darunter, dahinter geht es aber nicht groß tiefer, das ist ein halber Zentimeter oder so. Dann kann ich es reinrollen in den Kofferraum. 70 cm die Ladekante Höhe. Damit ich mich hier nicht stoße, sollte ich nicht größer als 1,85 Meter sein. Und um die Klappe hier mit dem ganzen Aufbau in der Garage öffnen zu können, sollte die eine lichte Höhe von 2,05 Meter haben. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Kofferraum an. Was haben wir hier nicht alles? Das ist mit einem Klettverschluss quasi befestigte Tasche zum Transportieren des Typ 2 Ladekabels. An dieser Stelle ganz kurz, der MG4 hat keinen Frunk, also unter der vorderen Haube kann ich das Kabel auch nicht verstauen. Dann haben wir hier einen Ladeboden, den wir anheben können, auch ein Stück rausziehen, aber nicht nach unten bringen, zumindest nicht im ersten Schritt. Hier haben wir jetzt noch das zweite Ladekabel, also den Ladeziegel quasi drin. Das muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Kram, das gehört, glaube ich, nicht unbedingt dazu, aber Verbandstasche und ein Eiskratzer sowie die beiden Warnwesten. Und darunter sehen wir jetzt die wahre Magie, das Warndreieck. Dafür muss ich ja den ganzen Kofferraum ausladen und das Tire-Kit wie auch einen Abschlepphaken. Wenn wir uns jetzt den Kollegen nochmal ansehen, dann sieht man hier, die Ecken kann ich wegklappen. Das ist ja mal lustig. Und dann den Kollegen auch wieder nehmen und hier reinlegen, und jetzt ist man doch eine ganze Etage tiefer. Also hier hat man noch mal gut fast 7 cm mehr Platz. Beziehungsweise ich habe den Ladeboden jetzt also 7 cm tiefer gelegt. Hier auf der linken Seite strahlt mich eine LED-Kofferraumbeleuchtung an. Unten haben wir noch ein kleines Netz. So, sonst ist hier nichts. Und auf der Gegenseite ist auch diese kleine Netztasche. Im oberen Bereich noch ein Taschenhaken. Und hier sehen wir, dass wir ein richtiges Scharnier haben für die Hutablage. Oben hingegen muss ich nur die Lasche über den Nippel ziehen. Und dann kann ich hier einmal beherzt rausruppen. Auf der Sichtseite haben wir einen Filz. Auf der Rückseite sieht man, dass es sich um Presspappe handelt. Mit gebührendem Abstand zum Stoßfänger komme ich hier ganz entspannt mit meinen 1,80 Meter an die Entriegelung der Rücksitzbank an. 40% fallen auf der rechten und dann 60% auf der linken Seite. Jetzt haben wir hier natürlich erstmal eine dicke Ladekante, ne? Oder eine Stufe im Kofferraum. Wenn ich hingegen den Ladeboden wieder eine Etage höher setze, dann ist es eine nahezu ebene Ladefläche. Wir haben hier immer noch einen Anstieg, eine kleine Kante, aber die ist jetzt kaum noch wahrzunehmen und nach vorne hin steckt das Ganze ja eh immer an. Die Breite zwischen den Radkästen, die gebe ich mit 96 cm an, so habe ich es ausgemessen. Die Höhe hier am Einstieg mit 66 cm und die Höhe bis zum Sichtschutz mit 39 cm. Wenn ihr den Kollegen tiefer legt, dann kommen jeweils nochmal die 7 cm dazu. Wenn ich hingegen die Tiefe messe, dann fälle ich hier erstmal ein Lotmess nach hinten. Das sind 44 cm, hier unten sind 77. Wenn ich die Rücksitzbank umgelegt habe, bis zur Kante 1,41 Meter. Und dann kann ich den Beifahrersitz noch schön nach vorne schieben und kann dann Gegenstände mit einer Länge von 1,80 Meter hier einladen. Hey!
So, wie habe ich geladen? Nicht auf Kante, also das schon auf Kante, aber so, dass die Kisten immer ordentlich überall stehen können. Wie viele Kisten passen in den Kofferraum? 4 und 6 sind 10 und 2 sind 12. Ja, das ist eine stattliche Anzahl. Wie sieht es mit den Wasserkisten aus, wenn ich die Rücksitzbank brauche? Dann wird es beschaulich. Es passen nämlich gerade 3 Wasserkisten nur noch in den Kofferraum. Und ich denke, ja, werden einige sagen, hey, habe ich doch eben gesehen, passen noch viel mehr. Aber wenn ich die hier voreinander schiebe, bin ich leider schon in dem Bereich, wo die Klappe nicht zugeht. Also sie schlägt dagegen und anders geht es halt nicht. Somit passen nur 3 leere Wasserkisten hier in den Kofferraum vom NG4. Weiter geht's. Ich möchte einkaufen gehen und normalerweise habe ich ja vernünftigerweise hier normale Einkaufstaschen, weil damit kann ich den Kofferraum viel besser beladen. Der kleine Jan vergisst die immer und kauft sich dann regelmäßig hier diese Boxen. Ich sage immer, 3 Boxen, davon, der Einkauf, der in 3 Boxen passt, damit kommen wir als 3- bzw. 4-köpfige Familie eine Woche klar. Joanna sagt, eine Box reicht für 2 Personen, also für einen Wocheneinkauf für 2 Personen. Und eine Kiste Wasser wollen wir ja auch immer noch mitnehmen. Also für 3 Personen muss man schon geschickter packen, aber für 2 Personen reicht das hier locker aus für den Wochenendeinkauf. Und es gibt ja auch Leute, die kaufen regelmäßig ein. Vielleicht schreibt ihr mir das mal unten in die Kommentare. Geht ihr auch nur einmal die Woche einkaufen oder kauft ihr regelmäßig ein? Also öfter als einmal. Ja, als nächste Fragestellung, passt mein 28 Zoll Rennrad in den Kofferraum? Und wenn ja, wie bequem? 70 cm nach oben, danach aber keine Ladekante. Jetzt kann ich es hier recht bequem reinschieben. Aber, mal sehen, so ganz einfach wird es nicht. Ich bin zwar noch nicht hinten am Sitz, der auch ziemlich weit hinten steht, weil Jens gefahren ist. Jetzt einmal gucken, geht's zu. Jawohl. Also hier hinten stößt es noch nicht ganz, aber ganz knapp nicht halt an. Und auch wenn das Rad so aussieht, als würde es nicht passen, die Klappe drückt es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen dran, ohne dass jetzt was zu Schaden kommt. Also check das Rad. Ich muss nicht mein Laufrad ausbauen. Mein 28-Zoll-Rennrad passt in den Kofferraum hier vom MG4. Auch in Sachen Fahrrad sieht es nicht gut aus, wenn ich die Rücksitzbank brauche. Mein 28-Zoll-Rennrad bekomme ich hier zumindest nicht eingeladen. Die virtuelle Kette würde schon am Polster scheuern. Und trotzdem kriegen wir den Rest des Fahrrads nicht unter. Ja, es folgt der Rollstuhltest. Ich musste neulich mal einen Rollstuhl kaufen, war nichts Ernstes, aber musste sein. Und seitdem habe ich den, kann ich ihn noch einladen. So passt er nicht. Dann kann ich ihn einmal quasi so hinstellen. Auch da sind wir leider oberhalb der Dichtung. Also muss ich ihn hinlegen. Und wenn ich ihn dann hinlege, muss ich natürlich auch die Rücksitzbank wieder hochklappen, um zu sehen, ob das passt. Und an der Stelle kann ich sagen, nein, passt nicht. Also kann ich machen, was ich will. Hier stoße ich schon am Polster an und hier kriege ich die Klappe nicht zu, egal wie ich das drehe und wende. Mein Rollstuhl kommt nicht in, oder passt nicht in den Kofferraum. Da müsste ich dann auf ein Modell setzen, was sich deutlich mehr zerlegen lässt. Oder mal studieren, wie man den zerlegen kann. Aber so, wie ich ihn bei den anderen immer reinbekommen habe, geht es hier halt nicht. Wobei natürlich passt der in den Kofferraum, allerdings kann ich dann die Rücksitzbank nicht mehr nutzen. Der nächste Gegenstand in der nicht enden wollenden Reihe ist diese Leiter von Hilo. Im Übrigen unten auch verlinkt, damit, wenn ihr die kauft, ich Geld verdiene. Ihr kennt das billige YouTube-Geschäft. Bei der Leiter, wenn ich die einlade, sage ich euch immer, dass ich natürlich nicht erwarte, dass jetzt jeder eine Leiter einzuladen hat. Aber alle Gegenstände, die ich einlade, habe ich auch bemaßt, also ausgemessen. Damit, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich habe ein Bügelbrett, das nehme ich immer mit, oder ein Snowboard, oder, könnt ihr euch an den Abmessungen der Leiter oder der Koffer oder, so ein bisschen orientieren. Und somit könnt ihr zwar sagen, naja, der Leitertest hier, ob die reinpasst oder nicht, ist mir egal. Aber da ich ja weiß, dass mein Snowboard ähnlich groß ist, passt das halt auch in den Kofferraum. Ja, zuerst passte die Leiter nicht, jetzt habe ich den Sitz nochmal vorgefahren, aber auch nur so weit, dass ich ordentlich sitzen kann und tada, die Leiter passt. Ich will aber nicht verheimlichen, dass wir da quasi schon am Polster sind und ich kann da gerade eben so sitzen, sie jetzt hier auch quasi zwischen der Sitzbank und dem Radhaus unter Spannung sitzt. Dafür haben wir hier dann ein bisschen Platz noch, ne? Und Klappe geht auch zu.
Alles gut. Ja, jetzt spielen wir noch schnell eine Runde. Der kleine Jan möchte verreisen. Was bekommt er alles in den Kofferraum? Ich habe ja dankenswerterweise den Partner Peak Design, die mich hier immer schön ausstatten. Unter anderem mit diesen Fotorucksäcken, wo 45 Liter reinpassen. Also euer Equipment oder auch andere Sachen natürlich. Und das ist Handgepäck. Dann habe ich hier mein Lieblingsreise-Täschlein. Ist auch von Peak Design, eine 65 Liter Tasche. Und der Koffer, der halt immer mit muss, also hier beim Kofferraumcheck, mein Aufgabegepäck-Trolley, das passt rein und da merkt man halt schon, 350 Liter kann man sich schön reden, aber nicht schön vollpacken. Der letzte Einladetest jetzt hier mit meinem Golfbag. Also es ist eigentlich ein Stativkoffer aus der Zeit, als Kameras und Stative noch riesig waren. Der braucht 96 cm, haben wir hier gerade so. Also kann ich mal eben reinschieben. Das passt und nimmt Maß für euer Golfbag. 448 Kilogramm darf ich zuladen beim MG4 bzw. bei unserem Testwagen. Davon 75 Kilogramm aufs Dach schnallen. Optional gibt es auch eine Anhängerkupplung. Allerdings hat die nur eine Stützlast von 50 Kilogramm, je nach Fahrradträger und Fahrrad, könnte es mit E-Bikes, also mit zwei E-Bikes, zumindest ein bisschen eng werden. Und mit der Anhängerkupplung darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht bis zu 500 Kilogramm. Also reicht zumindest für die Gartenabfälle. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch geholfen bei eurer Kaufentscheidung vielleicht sogar. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben unter dem Video. Schreibt mir einen netten Kommentar oder einen kritischen, auf jeden Fall einen konstruktiven. Darüber freue ich mich immer sehr. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.